Na, hast du genug, Feendahl? Ihr seid härter, als ihr aussieht. Ihr habt mich ehrenhaft besiegt. Keine Frage. Natürlich. Schön, ich kümmere mich darum. Nur lasst mich bitte in Ruhe. Nein, du bist doch meine... Es bleibt hier. Die Göttlichen sind euch hold, Mann. Geht voran. Ach, das war schön, ja. Aber hey, jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen, ne? Zacki zacki, renni renni machen. Dann gehen wir mal zu Parkhorst. Ich kümmere mich um die Krieger von Joskere, solange ich zurückdenken kann. Parkhorst! Farkas, ich weiß, du wartest sehnsüchtig darauf, dass ich durch diese Türe komme und den Bericht erschaffe, dass ich den Auftrag erfüllt habe, aber ich habe das Gebäude niemals verlassen. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Oh. Mein Bruder Wilkas kann besser reden. Ja, ich habe um das Problem Leute herumzuschubsen. Den Flusswald, ohne den Flusswald zu sein. Gute Arbeit, Schwester. Gold! Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Schon? Was will er denn? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt. Die Aufnahmeprüfung. Ich hätte gerne vorher noch einen anderen Auftrag vielleicht gemacht. Aber nein, du wolltest ja, dass ich Feendahl herumschubse. Moment, wenn die Aufnahmeprüfung das ist, was ich denke, dann könntest du, glaube ich, auch einen Grund dafür haben, dass er wollte, dass ich ausgerechnet Feendahl herumschlage. Ich habe gehört, dass ihr da seid ihr ja. Seid, als ihr aussieht. In der Tat, eure Zeit, so scheint es, ist reif. Und was meint ihr mit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrak zu finden ist. Was ist Wutrak? Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Was hat das mit mir zu tun? Es wäre mir eine Ehre, danach zu suchen. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Respekt und Stiefeleckerei, Jungblut. Aber mir gefällt eure Einstellung. Dies soll eure Prüfung sein. Wenn ihr euch gut schlagt, dürft ihr euch zu den Gefährten zählen. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten. Schildbruder. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht. Und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Er ist essential, ne? Ja, deswegen wollte Farkas, dass ich Feendahl verbrüge. Er wollte seine Position als meinen Begleiter ausspannen. Nur weil wir in meinem privaten Spielstand verheiratet sind. Du willst mich wirklich für Farkas hergeben, Checken? Ja, du hast doch eh deine Camilla, ne? Da bist du ja. Farkas, ich hoffe, dass ihr bereit seid. Werdet ihr mein Schildbruder sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Vielleicht. Mal gucken. Falls ihr mich sucht. Was ist eigentlich dieses Wutrad, vor dem Skjor gesprochen hat? Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrad war seine Waffe. Seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Hört mal, da staubt man's Grab. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt jetzt schon machen sollte, wobei... Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Und ehrenhaft stark. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Schwester nennen. Wer war eigentlich dieser Gelehrte? Ein kluger Mann hat uns von einem Klingenstück erzählt. Skjor glaubt, ihr sollt es finden. Und ich soll auf euch aufpassen.
bis zum nächsten. Wie bis zum nächsten Mal? Nicht bis zum nächsten Mal. Da liegt noch ein Eiszahn. Lykantrophische Legenden von Himmelsrand. Interessant, warum das Buch hier liegt. Die Frage ist, ist es klug, jetzt schon zum Staubmannsgrab? Oder sollte ich vielleicht erstmal... Staubmannsgrab... Ich glaube, wir machen das so. Ja. Wir gehen zum Jarl. Und sagen ihm bla bla bla. Nehmen meine Route, die ich mir überlegt habe. Ich musste auch noch sowieso dann die goldene Klaue abholen für den Typen. Hier einmal so außen rum und da oben hin. Und dann hier wieder zurück nach Weißlauf. Das hört sich doch noch einen Plan an, oder? Was sagst du dazu, Farkas? Obwohl, Farkas wird mich dann wahrscheinlich dafür hassen. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sonnenfarbe. Ich wollte dich jetzt nicht umbringen oder so. Naja, erstmal wieder Inventar leeren. Oh, Farkas wird mich so hassen dafür. Ich muss noch ein paar Barren zusammenschmieden, um mehr Platz für Inventar. Ja? Ja. Ich brauche mehr Mana. Schmiede ich erstmal das Gold zusammen. Nein, Sekunde, stopp. Holen wir uns erstmal, ne, genial zur Brust. Aber da, egal, dann. Ist ja nicht so schlimm, dass ich jetzt gewartet habe. Gehen wir halt zum Sonnen. Robert, dorthin. Ach, mit dir haben wir noch gar nicht gesprochen. I'm Skia. Ich höre ja gar nichts von dir. Wunderbar, er hält die Schnauze. Ihr seid gekommen. Ihr seid gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Wer ist überhaupt Talos? Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über unvergleichliches taktisches Geschick sowie grenzenlose Weisheit verfügte und die Macht besaß, den Menschen ins Herz zu blicken. Talos meisterte die Macht der Stimme. Mit ihrer Hilfe vereinte er die Länder der Menschen zu einem großen Reich. In südlichen Gefilden war er als Tiber Septim bekannt. Hier in Himmelsrand verehren wir ihn unter seinem richtigen Nordnamen. Seine Herrschaft war von solcher Glorie, dass er nach seinem Aufstieg in Himmel zum Fürsten der Göttlichen ernannt wurde. Falls ihr mehr über ihn wissen möchtet, ihr werdet sicher zahlreiche Bücher zu diesem Thema finden. Aber ich bin darüber so langweilig. Weil der sogenannte Kaiser ein Feigling ist. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Feigling. Oh ja.
Er willigte ein, die Anbetung von Talos zu verbieten, als er ein Altmeri-Schwert an seiner Kehle spürte. Sie nannten es das Weißgold-Konkordat. Nun, ich nenne das Blasphemie. Ein wahrer Sohn des Kaiserreiches hätte sich niemals von unserem größten Helden abgewandt. Um keinen Preis. Ich will euch mal was sagen. Cyrodiil ist weit weg. Und den Himmelsrand werden wir den mächtigen Talos niemals im Stich lassen. Und du machst dir keine Sorgen, dass man dich hier in den Knast wirft. Sollen sie ruhig kommen. Ich fürchte mich nicht, denn Talos steht auf meiner Seite und ich bin sein Prophet. Seine Worte entspringen meinen Lippen. Seine Stimme dringt aus meiner Kehle. Ja, wenn du meinst. Talos euch leiten. Yay, Talos! Ah, Talos-Anbetungen wurden verboten, nur weil er nicht einer der ursprünglichen 8 Göttlichen ist. Armer kleiner Kerl. Vom Mensch zum Gott. Hey, wie Herkules! Nur Herkules hat man damals in den Olymp gelassen. Drachenpest entdeckt. Juhu. Juhu! Okay. Welche arme Seele ist das denn? Eine arme kleine Seele. Ja, der Kerker, genau da möchte ich hin. Da gehörst du auch hin, Chicken. Was schönen Teich habt ihr hier, auch wenn mal das Skelett entfernt werden könnte. Es verunreinigt das Gewächs nur und da kriegen doch die Fische Angst. Es sei denn, die Fische haben... Oh Gott, was ist, wenn das Piranhas sind? Da bin ich einfach so Hals über Kopf in ihr Becken gestürzt. Warte. Kann ich da entlang? Ach, wahrscheinlich ist da eh eine unsichtbare Wand. Nicht so in Thief 2, wo ich im zweiten Level auf der Level-Übergrenzungsmauer herumstolziert bin. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Ja. Vielleicht, weil ich hier die ganze Zeit mit Farkas rumrenne. Nein, deswegen doch nicht. Deswegen doch nicht. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Du hast die gleiche Narbe wie ich. Interessant. Hat Macht auch mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden schmutzig. Soldaten. Sie sind dieser Tage einfach überall. Oh. Und nicht einer von ihnen macht hinter sich sauber. Oh. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Du anders putzen. Ah, ja. Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Was Zeit Was soll für diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Aber das ist wichtig! Ich. Und wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen? Ja. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, das hab ich. Während die Kaiser sich versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen?